Und ich stehe hier mit dem S-Bahn-Chef, mit Kai-Uwe Arnecke. Hallo, frohes neues Jahr. Hallo, wünsche ich Ihnen auch alles Gute für das neue Jahr. Das neue Jahr fängt ja gut an, weil wir kriegen ja eine neue S-Bahn, oder? Ja, das ist richtig. Die neue S-Bahn, Baureihe 490, wird in diesem Jahr in Betrieb gehen. Erstmal in Probebetrieb. Aber wir freuen uns natürlich, weil auch der Zulauf in den öffentlichen Nahverkehr ist ja sehr groß und wir brauchen zusätzliche Kapazitäten für unsere Fahrgäste. Genau, es ist ja, wir haben ja auch selber darüber berichtet, dass die Züge wahnsinnig voll sind, die Pendler, dass sie aus Harburg, dass man kaum noch einen Fuß in die Tür bekommt. Ist da irgendwie Entlastung in Sicht? Ja, wir hatten in den letzten Jahren, 10 Jahren, etwa 30% Fahrgaststeigerung. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Kapazitäten. Es sind ja schon neue Züge bestellt, aber der Senat hat auch entschieden, zusätzlich nochmal 12 Fahrzeuge zu bestellen. Das geht jetzt im Februar, glaube ich, in die Hamburger Bürgerschaft, muss da nochmal entschieden werden. Und dann können wir neben den jetzt schon bestellten 60 Fahrzeugen noch 12 dazu bekommen. Am Ende haben wir dann 20 zusätzliche S-Bahn-Züge zur Situation von heute. Das bringt uns dann schon ein Stück weiter. Wie lange wird das noch dauern? Naja, wie gesagt, die ersten Züge kommen in diesem Jahr. Und das wird uns dann begleiten bis Anfang 2019 und dann werden wir in einer größeren Kapazität hier auch für unsere Fahrgäste zur Verfügung stehen. Es ist also Entlastung in Sicht und die neuen Züge werden ja auch ganz toll, weil die sind modern und schick und man kann einmal komplett durchlaufen, oder? Ja, ganz moderne Züge, komplett durchgehbar, mit Klimatisierung, auch mit entsprechender neuer, moderner Fahrgastinformationstechnik. Also da können sich unsere Fahrgäste schon freuen. Das wird, glaube ich, auch für unsere Fahrgäste ein großes Ereignis sein. Apropos großes Ereignis, sind Sie eigentlich ein bisschen traurig, dass Sie keine S-Bahn-Station Elbphilharmonie haben? Ja, na klar, wären wir auch gerne direkt an der Elbphilharmonie, aber wir bauen ja eine neue Station an den Elbbrücken, was ja auch nicht in so großer Entfernung ist, Übergangsstation dann zur Hamburger Hochbahn. Und da freuen wir uns auch, dass wir hier das Schnellbahnnetz in Hamburg auch um diese Station ergänzen können. Inbetriebnahme wird ja Ende 2018 sein und das bringt, glaube ich, auch für den gesamten Zusammenhang der Schnellbahn in Hamburg eine ganze Menge. Dann hoffen wir, dass es bald Entspannung gibt für alle S-Bahn-Fahrer, die ja immer mehr werden und für Sie weiterhin alles Gute. Gutes Jahr 2017. Ja, ich wünsche dem Hamburger Abendblatt und ihm persönlich auch viel Erfolg. Das ist sehr nett. Vielen Dank. So,